Willkommen zurück. Und jetzt sind wir hier in einem Gang eingesperrt und keine Ahnung, was wir hier tun. Wir gehen einfach geradeaus. Ja, wir hauen ab jetzt. Tschüss. Oh! Hä? Das ist ja der Dr. Dön. Aber ich gucke mir jetzt den anderen Kram an, wie immer. Erst das Unwichtige. Da muss ich mal wirklich auf Gehirne und Köpfe stehen. Da ist auch unsere Katze. Ja, hier unten. Röntgenaufnahmen. Das muss Dr. Derns Kopf sein. Du bist in Ordnung, Dr. Dern. Kein Wahnsinn. Woher weiß sie das denn? Sie ist Arzt. Klar, eine Spritze. Da ist eine rote Flüssigkeit drin. Was kann das sein? Ja, wahrscheinlich hier Die Routine. Routine. Ist hier sonst noch was? Das brauche ich nicht. Warum nicht? Nein, das brauche ich nicht. Das nehme ich nicht mit. Der alte Mann schon wieder, Dr. Oswald. Oh, nee, den Hebel. So, Nein. ich rede mal erst mit ihm und dann benutze ich vielleicht den Hebel. Wir schauen mal. Eventuell. Dr. Dern, geht's dir gut? Sir? Sir, wach auf. Bitte, Dr. Dern, wach auf. Lebst du noch, Sir? Ah, was kann ich nur machen, um ihn aufzuwecken? Ja, den Wecker hast du ja mal wieder weggeschmissen. Den Hebel ziehen vielleicht. Ja, komm, wir tun's. Was macht dieser Hebel? Erstmal dran ziehen. Was macht dieser Hebel? Au, ein Elektroschock. Ich glaube, das lasse ich hier. Nein. Oh Gott. Wie oft denn noch? Ich hab ein Achievement dafür bekommen. Electrocute the Doctor 3 times. Echt jetzt? Ja. Alles richtig gemacht. Aber hat nichts gebracht. Katerchen, mein Lieber, ich bin für dich da. Geht's dir gut? Katerchen, antworte mir, was ist los mit dir? Miau, miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Sprich mit mir, Mr. Midnight, das ist nicht lustig. Das liegt an diesem Ort hier, oder? Du musst hier raus, damit du wieder mit mir reden kannst. Ich bring dich nach Eterster, mein Lieber. Palantras kann uns helfen. Ich verspreche dir, nichts wird uns wieder trennen. Miau. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Dern helfen, okay? Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Können wir. Also, ich hätte gesagt, dass wir uns die Diotine reinpfeifen müssen, damit Katerchen wieder mit uns redet. Versuch's. Aber, ja. Sachen auszuprobieren ist gut. Dann vielleicht an dem guten Doktor? Vielleicht weckt ihn das auf. Und wieder. Guck mal, dieses Gesicht schon wieder dabei. Ich gebe ihm jetzt eine Spritze. Voll ins Herz. Wow! Okay, ein Hals. Okay, auch okay. Ach, guck mal, sie hat hinten hier an ihrem Kleid. Hast du das gesehen? Nein, was war da? Da waren drei Schnallen, wie vom, hier. Von so einer Zwangsjacke. Oh, krass. Ah, verdammt, was war das? Keine Sorge, Dr. Dern. Ich bin's, Fran. Ah, was? Ich sehe kaum etwas. Fran Bowser aus dem Oswald Asylum. Wir sind auf dem Friedhof. Erinnerst du dich? Fran, was ist passiert? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche dir zu helfen, Sir. Das große Monster hat dich hergebracht. Wir müssen weg. Bitte, Fran, Monster, ich habe keine Lust auf Spielchen. Na gut, dann war es kein Monster. Lass mich dir einfach helfen. Oh. Aber was macht sie hier? Ich dachte, sie hätte sie in Ketten gelegt. Ah! Aber das habe ich doch getan. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass sie schwer zu bändigen ist. Wollen Sie, dass ich sie loswerde? Mich loswerden? Tante Grace, warum redest du so? Wer ist dieser alte Mann? Ganz kurz dazwischen, als wir das Gespräch mit der Tante Grace und dem Dr. Dern belauscht haben, Ja. habe ich ja schon mal die Vermutung geäußert, dass die Tante Grace hinter all dem steckt, ne? Und habe dann ja noch gesagt, nee, die wusste ja nicht, dass wir das Gespräch mit dem Dr. Derm belauschen. Das kann die eigentlich gar nicht gewesen sein. Und jetzt hatte ich aber scheinbar mit meiner ersten Vermutung doch recht, so wie es aussieht. Weiß man nicht. Wie reizend, du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Du kennst sie? Wer bist du? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Aus dem Oswald Asylum? Ja, Fran, genau der. Ich meine, sie hat direkt neben sich gerade auch sich das Bild angeguckt. Man könnte da vielleicht eine Ähnlichkeit erkennen, aber wer bin ich schon? Eventuell. Ja. Aber woher weißt du von meiner Mutter und meiner Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die fantastische Komplexität von Zwillingen studiert.
Lucia und Grace waren Teil meiner Studie. Beide halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Hast du gewusst, dass meine Mutter und mein Vater ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat großartige Arbeit geleistet. Seine Manipulationskräfte sind außergewöhnlich. Ich verstehe nur nicht, wie du so ruhig deswegen sein kannst. Immerhin warst du diejenige, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig, Sir. Ich wusste die ganze Zeit, dass es Remo ist. Aber warum jagt er mich? Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine blinde und mächtige Manifestation deiner Ängste. Aber warum sollte das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern meine Arbeit in die Quere gekommen sind. Aber ich habe dir in Wahrheit einen Gefallen getan. Du leidest. Und Schmerz ist verbunden mit Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, bitte sei doch nicht böse auf mich. Wir sind eine Familie. Lass uns gehen. Mein Katerchen und ich finden einen anderen Ort, ohne dich zu behelligen. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir bin. Na komm, wir gehen jetzt. Als ob. Hä? Als ob. Die verarscht uns. Lügner. Ja. Sie klaut die Katze. Miau, miau. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Ist er schon wieder eingepennt? Anscheinend. Dr. Dern, geht's dir gut, Sir? Ja, er ist einfach schon wieder eingepennt. Wow. Gut, ja, dann auf Wiedersehen. Ciao. Oh, wehe. Fran, meine Liebe, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen wirst. Er hat uns aufgetragen, uns gut um dich zu kümmern, aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten, aber das ist nicht wahr. Dr. Oswald will nur das Beste für dich. Aber dafür musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment an dir auszuführen. Und dann ist alles wieder gut? Natürlich gibt es da noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein! Oh Gott! Nein! Nein, Katerchen! Oh Gott! Komm schon, Fran. Hör auf zu heulen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund ermordet. Du hast auch dabei geholfen, meine Eltern zu ermorden, oder? Oder? Wie kannst du nur damit leben? Ich hasse dich! Oh, ich hasse dich! Hör auf, Fran! Hilfe! Hilfe! Bitte hilf mir! Was will er denn machen jetzt? Sie mit dem Rollstuhl überrollen. Wag es ja nicht, Grace zu nahe zu kommen, du kleines Monster! Oh mein Gott! Was? Du meine Güte, sie ist völlig wahnsinnig. Bringe sie mir, ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss das Gehirn sofort entnehmen. Was zum Teufel? Fran, geht's dir gut? Was haben sie dir angetan? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, was Fran angeht, Dr. Dern. Sie war krank. Aber sie blutet. Lassen Sie mich sie behandeln. Auf keinen Fall. Sie gehört jetzt mir. Ich warte schon seit vielen Jahren auf diesen Augenblick. Auf der Suche nach dem richtigen Kind, dem richtigen Gehirn. Und jetzt, wo ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Doch, der Zug. Edward! Oh, Fran, alles wird gut. Wer bist du denn? Ich bin Edward, der über den viele Kinder reden. Aber du bist kein Mensch. Ektobro, Ektoprote, Polantras, Monakaist. Koska, Edward, ich habe ihn gefunden.
Du meine Güte, halt dich von dem Mädchen fern, lass sie in Ruhe. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst denselben Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht ganz fort. Los geht's. Oh, Mutter Mabuka, du hast dem Kind die Unschuld genommen. Fran ist nun tot und lebendig. Erwache in der Dunkelheit, Fran, und du wirst auf das Licht zulaufen können. Was passiert hier? Ich bin verwirrt. Oh. Oh mein Gott. Oh. Aha. Oh, was ist passiert? Edward, Palantras, mein Herz tut weh. Mr. Midnight, wie? Mein Katerchen, du lebst. Ich hab dich ja so vermisst. Bitte sag was. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? In Ordnung. Dr. Jern, sieh doch, das sind Edward und Palantras. Ich habe dir von ihnen erzählt, weißt du noch? Ich hab dir gesagt, dass sie real sind. Siehst du? Glaubst du mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter Mabukas Macht. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er bitte mit uns kommen? Er war wirklich nett zu mir. Er wollte mich wirklich beschützen und mir helfen. Wir können ihn leider nicht mitnehmen, tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass das alles ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, dass nichts hiervon wirklich passiert ist. Aber er wird sich nicht mehr an dich erinnern, Fran. Ich verstehe. Ja, ich schätze, das ist okay, solange er sicher ist. Das ist sehr freundlich. Du siehst nun endlich über dein eigenes Verlangen hinaus. Du wirst eins mit allem. Deine Eltern werden so stolz auf dich. Meinst du wirklich? Ach, danke, Palantras. Und? Ach so, ich dachte, sie hüpft jetzt wieder hoch. Schicken wir Dr. Dern jetzt nach Hause. Marcel Dern, Oanum weg, Masu Densla Ecto. Ah. Ciao, ciao. Wiedersehen, Dr. Dern. Lass uns gehen, Fran. Es gibt so viel, das du sehen und lernen musst. Hihi, das klingt spaßig. Gehen wir, Katerchen. Und sie ist einfach wieder voll happy, alles klar? Ich habe gerade ein Achievement bekommen für das Ende. Ich weiß noch immer viele Dinge nicht. Aber eins weiß ich. Dass ich zwischen Schuld und Furcht die Fröhlichkeit wähle. Okay. Oh Gott. Choo-choo. Es ist ja schon. Es ist schon irgendwie niedlich. Aber, hä? Ist sie jetzt tot? Ist sie nicht tot? Ich hab keine Ahnung. Ist sie verwirrt? Ist sie irre? Wer ist jetzt der Schuldige? Ist es die Tante? Ist jetzt doch ihr Verstand einfach? Oder also, ist sie doch tot? Pass auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Schlüssel ist, aber vielleicht ist sie so der Schlüssel, um in alle Realitäten zu reisen, weil wir ja in mehreren Realitäten jetzt schon waren. So, deswegen vielleicht Hüter des Schlüssels. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wusste der Oswald davon, dass wir der Schlüssel werden sollten. Das geht aber wohl nur, wenn der uns quasi gebrochen hätte. Also hat er den Remor auf uns gehetzt. Und der hat uns dann quasi dazu gebracht, unsere Eltern zu töten. Und hat dann halt auch die ganzen anderen schlimmen Dinge passieren lassen, die uns da so passiert sind. Und ja, weil er wusste, dass wir ein besonderes Kind werden. Genau, genau, richtig. Weil er ist der Hirnforscher. Okay. Genau. Ja, das klingt logisch. Das Ende habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ich weiß nicht. Ich habe es nicht erwartet, ich dachte, wir gehen dann jetzt noch durch die Tür. Ich habe auch gedacht, so, dass wenigstens noch so eine Endcutscene vielleicht, dass wir in Eterster sind mit den ganzen, ja, mit Katerchen und so, hätte ich schon noch schön gefunden. Oder weiß ich nicht, wo auch immer. Ja.
Aber zumindest, wie gesagt, das ist so die grobe Geschichte, wie ich mir das jetzt erklärt hätte. Aber ich dachte, das ist halt so offen gehalten am Ende, damit du dir eben Gedanken machst, weil ich glaube, bei dem Spiel gibt es keine verschiedenen Enden. Wie bei Little Miss Fortune zum Beispiel. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die, aber ich bin der Meinung, es gibt die nicht. Gut, das könnten wir ja für uns selber nochmal nachgucken und alle, die das sonst wissen wollen, können das sich ja irgendwie ergoogeln oder mal auf YouTube gucken. Ja. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Im Endeffekt hatten wir hier ja auch gar keine Entscheidungsmöglichkeiten. Wir hätten zwar immer bei den, wenn wir mit den Leuten geredet haben, hätten wir zwar immer sagen können, ja, ciao, ich gehe jetzt und hätten das Gespräch halt nur abgebrochen. Ja. Nee, aber deswegen ist es wahrscheinlich so offen gehalten, damit du selber dir das zusammenreimen kannst. So, ob es jetzt, du kannst ja so denken, entweder das mit diesem Gehirngedönse da oder weißt du? Genau. Oder was richtig. Ganz anderes, dass sie halt komplett irre ist im Kopf. Genau. So, weiß man auch nicht. Ja, richtig. Aber es hat Spaß gemacht. Oh ja. Oh ja, das hat's auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die nach Little Miss Fortune nochmal ein drittes Spiel bringen. Ich habe mich leider nicht erkundigt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das möchte ich gleich nachgucken. Ja, das könnte man nachgucken. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Ja. Und ich muss noch eins sagen, dieses mit diesem Stimmenverständnis bringt mir so verdammt viel Spaß. Und es tut mir leid, wenn ich das verwechselt habe, aber ich kann mir das nicht merken. Ich kann es mir einfach nicht merken. Auch wenn ich es kurz davor gesagt habe, keine Ahnung, was für eine Stimme ich gerade gemacht habe. Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ja, würde mir genauso gehen. Ich bin tatsächlich ziemlich froh darüber, dass ich nur die Fran und zwischendurch halt den Remor gesprochen habe. Ich mag das Stimmenverstellen an sich zwar auch voll gerne, aber ich hätte halt genau das gleiche Problem gehabt wie du. Ich hätte dann gerade mit der Stimme gesprochen, dann kommt ein Zwischensatz und dann hätte ich da gestanden so, scheiße. Und dann vor allem immer diese Szenen, wo dann so viele Nebencharaktere waren und dann miteinander gesprochen haben, das ist voll irre. Das macht dich wirklich, wirklich richtig verrückt. In dem Wartezimmer ist mir das gerade ganz heftig aufgefallen, ja. Ja. Aber wie gesagt, wäre bei mir auch ganz genauso gewesen. Ich kann mir sowas auch nicht merken. Und aber dann Spaß. Muss man ja auch überlegen, dass wir das natürlich jetzt nicht am Stück aufgenommen haben, ne, sondern dass da jetzt auch immer Tage zwischenliegen. Und dann hast du plötzlich die gleiche Figur nochmal. Ja. Und dann stehst du da. Richtig. Und dann machst du einfach die Stimme, die dir gerade dazu einfällt. Ja. So habe ich es immer gemacht. Einfach so. Ja. Verstehe ich gut. Ja, alles klar, ihr Lieben. Dann bedanke ich mich jetzt aber erstmal bei allen, die dabei waren. Vielen lieben Dank an Trine, die das hier so lieb und wunderbar mit mir durchgezogen hat. Yay. Juhu. Und ja, vielleicht sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Tschüss. Bis dann.